Hier war sie nicht. Beinahe unter meiner Würde. Ha. Bürgerlicher. Wir haben also auf jeden Fall das Gebiet verlassen. Und sind in das Gebiet rüber. Nichts leichter als das. Reisen wir mal kurz nach hier unten. Von hier unten wieder nach hier oben. Nichts leichter als das. Da waren wir noch nicht nochmal drin. Bleiben uns noch die Reden. Da ist sie ja. Regionen vor. Doch heutzutage muss man flexibel sein. Die Geschichte des Einlaufs, das ist geradezu ideal. Ihr wisst gar nicht, wie viel es mir bedeutet, dies zu besitzen. Hier, Freund, ein Freund hat mir diese Zauberformel gegeben und ich habe sie noch nicht benutzt. Schutzformel gegen Gifte. Sehr schön. Eine Geschossheitskette und ein Stab der magischen Geschosse. So. Was wollt ihr? Immerhin ist jetzt auch super ausgerüstet. Ja. Mit magischem Zeug. Nichts leichter als das. So, das wäre auch geschafft. Nächster Schritt ist es, die Gegenstände zu holen aus der Villa hier unten. Nämlich besagter Villa hier drüben. Nichts leichter als das. Und das sollte Talisa mit ihrem hohen Charisma machen. Die kann sicherlich eine der drei Schwestern oder sogar alle drei Schwestern dazu überreden, die Sachen rauszurücken. So. Ein Khalid stell dich auf und Quicksave. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ja? Hier lang. Immerhin öffnet die Tür. Gut. Gut. Bleiben machen. Kann ich euch irgendwie behilflich zeigen? Verzeiht, aber ich komme wegen der Bedienstenstelle. Ich bedauere vielmals, aber für unsere Bediensteten sind für gewöhnlich nicht so gut bewaffnet. Ihr seid ungeeignet. Okay, ich glaube, das würde sie immer sagen, egal was wir gerade anhaben. Diese ewige Quälerei. Nirgendwo ist Ruhe, nie mal Pause. Koch? Diese ewige Quälerei. Nichts das sind die Privatgemächer von diesem Oberon. Laut dem da. Oberan. Entschuldigung. Mit euch, Bettler. Seid gegrüßt. Ihr seid gewiss die neuen Bediensteten und Wachen. Bleibt also auf eurem Platz. Es ist eine Ehre für euch hier arbeiten zu dürfen. Man stellt sich nur vor, eine Herzogin überwacht ein solches Geschäft in ihrem eigenen Haus. Die Konkurrenz wird ganz grün vor Neid. Okay, was passiert, wenn ich den nochmal quatsch? Nix. Gut, also ein Stockwerk höher. Und Langeweile macht sich breit. Jetzt seid ziemlich weit gegangen, nicht wahr, Diener? Nun egal, jeder, der die Langeweile durchbricht, ist willkommen, selbst wenn er aus der Unterschicht stammt. Zeigt dich doch etwas in Gründung, Herr Schaper. Ich kann es gar nicht erwarten, dass endlich wieder Wochenende ist. Ich habe es satt, immer hier rumzustehen und den Wächter zu spielen. Meine Zauberstudien warten auf mich und ich verschwende meine Zeit, indem ich einen dummen Stein bewache. Eschara, Fatih würde uns bestimmt nicht damit belasten, wenn es nicht wichtig wäre. Dieser Stein, wie du ihn nennst, ist ein urgeschichtliches Bruchstück, das für den Bau von Wolkenschiffen benötigt wird. Ebenso wie meine Statuette und den Lornas Zauberbuch. Bruchstück hin oder her, ich sitze hier herum und bewache einen Kiesel, während da draußen das Leben ohne mich weitergeht. Ich weiß wirklich nicht, wie ihr beiden das aushaltet. Denora begrügt sich damit, sich ihren Gedanken hinzugeben, ob ihr nun das Buch anvertraut ist oder nicht. Und ich weiß ganz genau, dass es schon seine Gründe hat, wenn unser Vater wünscht, dass ich mich hier aufhalte. Ifmera, du solltest inzwischen mitgekommen haben, dass deinem Vater zu einer wirklichen großen Leuchte noch das ein oder andere Fünkchen fehlt. Ob nun Himmelsschiff oder Ruderboot. Wenn er etwas baut, würde ich mich nicht einmal drauf verlassen, dass es schwimmt, vom Fliegen ganz zu schweigen. Ich hatte mich nicht bereit erklärt, das fertige Betrug zu steuern. Ich wollte lediglich die Zauberelemente in meine Obhut nehmen.
Weißt du was, Schwester? Ich glaube, man hat uns reingelegt. Ich kann mich nicht erinnern, diesen angeblichen Diener schon einmal zu Gesicht bekommen zu haben. Warum gerade ist genau wie Vater sagt, ein Dieb ist unter uns. Ich biete Gold. Ihr kennt die Töchter Chalandras schlecht, sonst würde ich nicht auf würde die nicht auf eure Gedanken kommen. Wir ließen uns durch Gold zum würde die nicht auf die Gedanken kommen, wir ließen uns durch Gold zum Verrat bewegen. Ihr seid kein Diener, ihr seid entweder ein Meuchelbeutel oder ein Dieb. Ist eigentlich auch egal, denn sterben müsst ihr sowieso. Nein. Quick Save. Gut. Also mit Geld klappt schon mal nicht. Gut. Und Langeweile macht sich breit. Bla 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 bla, kennen wir alle schon. Ich bin eben erst eingestellt worden. Okay, das ist die dritte Schwester. Quick saved. Gut. Du bist ja ein komisch. Ich hab genug davon. Das heißt, jetzt ist Immo in Time. Denn ich verschwinde jetzt. Weil töten will ich die drei nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss. Hier lang. Schatten verstecken. Fehlgeschlagen. Mist. So, tritt aus dem Schatten heraus. Schatten verstecken, fehlgeschlagen. Vielleicht kann ich die Eide ja überzeugen. Und Langeweile macht sich breit. Was geht hier vor? Was führt euch hierher? Was habt ihr hier zu suchen? Ich würde gerne kaufen. Euer Angebot ist eine noch größere Beleidigung als eure Anwesenheit in meinem privaten Zimmer. Geht so lange, ihr noch im Stall dazu seid. Ich werde euch nicht weniger belästigen. Ihr seid kein Diener, seid zum Spionieren oder noch schlimmeren Dinge hier. Wenn ihr glaubt, dass ihr mich hier überrumpeln könnt, so habt ihr euch geirrt, aber gewaltig. Nicht so gut. Kann ich nochmal laden? Schatten verstecken, wieder fehlgeschlagen, Mist. Und Langeweile macht sich breit. Ja. Gebt die Gegenstände raus. Bis zu meiner Leiche ist es eine lange, kalte Reise, Schwachkopf. Eindringling, Hilfe. Wächter? Ne. Okay. Was? Da holen wir jetzt die ganze Truppe rein, wenn die es unbedingt auf die harte Tour haben wollen. Und diese ewige Quälerei. Das sind die drei verzogene Weiber. Ja, beinahe unter. Und Langeweile macht sich breit. Ja. Wir sind Diener, ihr seid keine Diener. Vier Diener. Ich hätte immer so viel Zeit für mich allein. Oh. Ihr seid nicht die dienstpflichtigen bla bla bla. Ihr seid nicht die Warnung. Macht, dass ihr fortkommt. Ich werde euch nicht länger belästigen. Okay, die ist jetzt auch aggressiv. Den Bediensteten sollten wir allerdings nicht töten. Noch eine Geschosshalskette. Wahrnehmungstrank. Was war gut? Ein Engelshautring. Warum nicht? Eine rubene Schutzformel vor Feuer. Wahrnehmungstrank.
Komm. Schutzformel gegen Feuer. Hast du so eine schon? Ja. Zauberrobe. Robe des Reisenden. Nee. Feuerelektrizität. Feuerschutzrobe. Okay. Ich hätte gerne eine Robe des guten Erzmagiers. Endlich mal. Die hat nämlich Rüstungsklasse. Und noch eine Geschossheitskette. Die können wir allerdings nicht identifizieren. Gut. So, wo sind jetzt die Einzelteile? Sag bloß, die sind hier alle hier drin. Ich will eigentlich niemanden töten, wenn es nicht absolut nötig ist. Das ist ja ein komischer Kauz. Auf die 4500 Erfahrungspunkte können wir auch verzichten eigentlich. Denn ich verschwinde hier lang. So. Jetzt schauen wir erstmal nach einer Falle hier. Nein. Okay, der hat uns gesehen. Aber dem sind wir egal. Und die drei Weiber, die können wir einfach mal hier stehen lassen. Was? Gut. Es wäre viel interessanter, wenn die Anschiss von ihrem Papa kriegen, als wie wenn ich sie umbringe. Ja, beinahe unter meiner Würde. So, das heißt, wir haben die Teile für die Liebesgilde zusammen. Gut. Ein perfekter Raubzug, ohne jemanden töten zu müssen. Weil ich habe auch das Gefühl, dass das uns das Minuspunkte einbringen könnte, wenn wir die einfach töten, die drei Weiber. Die haben eh nichts Wertvolles dabei. Auf die Erfahrungspunkte können wir verzichten. Hallo, Leute! Weil wir sind, glaube ich, eh schon fast an dem Limit, was wir im Originalspiel kriegen können. Da steht ja, glaube ich, wo steht denn das? 89.000. Und Khalid hat schon 81.000. Das heißt, es fehlen vielleicht gerade mal noch 8.000 Erfahrungspunkte, bis wir das aus Baldur's Gate Hauptspiel an Erfahrungspunkten zusammen haben. Und die Erfahrungspunkte, die wir im Addon kriegen können, die dürften auch als Limit reichen. Also als mögliche Limit. Nichts leichter als das. So. Wir wollen hier rein. Beinahe unter meiner Würde. Quicksave machen, falls was schief geht. Wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Hallo. Willkommen, meine kleinen Freunde. Ruht euch aus und behaltet eure Waffen bei euch. Gut gemacht, das muss ich wirklich sagen. Ein Meisterstück der Diebeskunst und diskret. Ganz wie es sich gehört. Dies ist Reza, mein Verbindungsmann bei den Haluanern. Er ist hochzufrieden mit euch und will euch nun belohnen. Verzeiht die Umstände, doch so war es vereinbart. Atlas hat... Okay, 4000. Atlas hat nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten pries. Umso mehr bedauere ich die Notwendigkeit der gründlichen Säuberung, die nun ansteht. Ihr seid zwar hochbegabt, doch leider auch entbehrlich und wisst zu viel, als dass wir euch am Leben lassen können. So ist mir das mich auch schmerzt, ihr müsst sterben. Hatte mal ein kleines Techtelmechtel mit der Herzogin, wenn ihr wisst, was ich meine. Heute Nacht nicht, du Leiche auf Urlaub. Was? Ah,